Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe und wir befinden uns wieder auf der Kursk unter Wasser. So. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir lang müssen. Wir haben ja letztes Mal drei Leute verloren. Ich weiß immer noch nicht, ob ich da die beiden hätte retten können. Wir werden es nie erfahren. Wir werden wahrscheinlich ertrunken sein. Und der eine hat ja was auf den Kopf gekriegt und wir können ihn ja nicht wegziehen. Oh, hier klemmt's. Oh, schön ins Glas gefallen. Los, mach auf da. Woher weiß man, ob dahinter Wasser ist? Nicht, dass er jetzt die Luke aufklemmt, dann ist da Wasser drin. Oh gut, wird geöffnet. Wahrscheinlich andere. Это ты. Как ты вышел? Заходи быстрее. Ja, freundlich empfangen. Dann mal schnell rein hier. Как ты выжил? Мы думали, из этих отсеков никто не уцелел. Wir waren sicher? Nee. Was denn? Mit der Rettungsluke? Lange Geschichte. Naja, wir waren sicher, sind noch andere hier. Нет. Со мной еще ребята. Они в девятом отсеке стучат по корпусу. Нас будут искать. Рано или поздно они нас услышат. Ja. Es ist immer so das Problem im U-Boot, ne? U-Boote sollten nicht gefunden werden. Wenn wir dann natürlich kein Signal wegschicken können, dann können sie uns natürlich lange suchen. Dann heißt es, wie lange haben wir Luft, wie lange haben wir Nahrung und hält das U-Boot dicht. Was ist mit der Rettungsluke? Lange Geschichte. Ja, was ist mit der Rettungsluke? Да ничего. Мы не можем сдвинуть вентиль, уже все перепробовали. Я пришел сюда за инструментами, но... Не спрашивай, хорошо хоть тебя нашел. Пошли, этот отсек скоро затопит. Stor. Ah, Stor heißt warte auf Russisch, okay. Nichts, du hast recht, wir sollten gehen, zeig mir den Weg. Wenn es eine Explosion gab, muss der Rumpf einen Leck haben. Ich Stor. Das glaube ich auch. Wir könnten warten, bis das ganze U-Boot verläuft und dann durch dieses Loch ins Freie gelangen. Ach, das weiß ich nicht. Kann ich zurück? Jetzt will das dann doch nicht. Это самоубийство. В 10-м отсеке есть кислород. Нам его хватит на много часов. Может и люк получится открыть. Ja, wir haben ja eh keine Ahnung von U-Boot. Also ich persönlich nicht so richtig viel und den Charakter, den wir spielen, ja auch nicht. Ich sage einfach, ich würde lieber nach dem Loch im Rumpf suchen. Ah. Haben wir davon? Wir kommen ja eh nicht hoch. Können wir es dann zumachen, wenn wir das Loch gefunden haben? Im Rumpf? Das ist die Frage. Aber wir können uns auch einfach von Shot zu Shot bewegen und das dann halt zumachen. Das sind ja immer so getrennte Sektoren im U-Boot. Bin ich der Meinung. Ja, du hast recht, dann würden wir einfach mit ihm gehen. Und sonst würden wir das Loch im Rumpf suchen. Ich suche das Loch im Rumpf. Дело твое. Уговаривать не буду. Это мой лев. Я видел там в одной из кают костюмы и кислородные баллоны. Возьми их. Я пошел обратно в девятый отсек. Удачи тебе. Jawohl. Danke dir auch. Warte, ich habe meine Meinung geändert. Ich komme mit dir. Nein, wir suchen jetzt das Loch alleine. In einem dunklen U-Boot, wo wir keine Ahnung haben. Wir meinen, es ist jetzt besser zu wissen als der junge Herr, der hier schon gedient hat auf dem U-Boot. So, hier ist Qualm, heißer Qualm, da gehe ich nicht lang. Ich behaupte es jetzt einfach mal, es ist heiß. Wir kommen da eh nicht rein, okay. So, Tür ist, kommen wir nicht mehr rein. Feuerlöscher brauchen wir nicht mehr. Da müssen wir wohin, oder? Gasmaske oder so. Hm. Auch ein Werkzeug, ne? Wo ist mein Pad? Ach, unser Pad haben wir auch nicht mehr, wo wir drauf gucken können. Und dann können wir auch wahrscheinlich keine Türe mehr schließen. Das sieht schon mal echt, ja. Wir haben nicht nur das eine Leck wahrscheinlich. Also das U-Boot wirkt schon mal nur mit Taschenlampe ganz anders. War ja so schon ein bisschen planlos. Jetzt bin ich noch planloser. Oh, hier liegt einer. Hallo, lebst du noch? Hallo? Ich bin's, der Heinrich. Nee? Kennst mich nicht? Na gut, dann bleib liegen. Es gibt auch keine
Ich hätte eigentlich mal gedacht, dass es, dass er mal guckt, wenigstens, ob die Leute am Leben sind. Soll ja ein bisschen ernster sein hier. Es ist jetzt nicht einfach so ein, denke ich mal, ein Spiel, wo wir einfach sagen, ach, da sind ja Leute, die sind tot. Ist halt so. Da guckt man im wahren Leben, guckt man doch nochmal nach, ob der wirklich tot ist, bewusstlos ist oder so. Wie scheiße ist das denn, du liegst bewusstlos hier im U-Boot, das geht unter und irgendwann wirst du wach und ja, schluckst Wasser und verreckst daran. Oh ja, wir haben die Waffe. Kann ich zielen? Nee, irgendwie nicht, ne? Ah, er schießt sicher. Er ist Scharfschütze. Errungenschaft, Scharfschütze bekommen. So, so ein Anzug. Boah, wenn das hilft. Aber ich sehe ja kein Werkzeug. Aber wir nehmen das mal. Ziehen wir uns mal um, machen ja hier Shopping Queen oder so. Mal gucken, ob die Kleidung wie du gefällt. Hast du so einen Taucheranzug oder was? Okay, wir haben so ganz komische Handschuhe. Druck. Oh, oh, oh. Geh noch unter Wasser? Warum sind wir jetzt unter Wasser? Hat er jetzt die ganze Zeit gewartet, bis wir ersaufen oder was? Jetzt hängt das Spiel und jetzt bin ich gerade rausgeflogen. Oh. Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe und ich glaube, gefühlt der 10. Versuch. Es gab zwar ein Update, aber irgendwie hängt das immer noch. Ich versuche es jetzt nochmal mit dem Taucheranzug, dass wir vielleicht... Ups. So, das mit dem Schießen klappt, das ist damals auch schon immer ein paar Mal abgestürzt. Darum gab es jetzt kein neues Video und jetzt müssen wir tauchen. Da gab es immer ein, zwei Sachen, Orte, wo er laden muss und da ist er meistens abgestürzt. Und irgendwie am Ende hin, wenn ich im Sport- oder Fitnessraum bin, da verrecke ich meistens, warum auch immer. Vielleicht haben wir einfach nicht genug Luft. Und darum versuche ich jetzt mal so eine Speedrunde zu machen, indem wir fast alles hier nicht gucken, nicht genießen, gucken, wie das Schiff aussieht. Nein, wir versuchen ganz schnell hier irgendwie rauszukommen. Mit der Shift-Taste die ganze Zeit gedrückt halten. Vielleicht habe ich mir mal viel zu viel Zeit gelassen. Mir alles zu schön angeguckt. Jetzt wird nicht geguckt. Jetzt wird hier irgendwie mal versucht, schnell wie es geht, durchzukommen. Wie gesagt, hier sind meistens die Orte, wenn du auf E drückst, interagierst. Ja, hat er es nicht geschafft. Jetzt sieht es auch nicht gut aus. Doch, der Laderadar kommt jetzt und wir sind auch weiter. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Und zwar so, sage ich mal, in der Hülle des Schiffs. Oder wie man das auch nennen mag. Also ihr merkt schon, ich habe das schon ein paar Mal gespielt, ne? Es ist wirklich jetzt nicht gelogen, dass es das 10. Mal ist oder so. Ich möchte ja auch wissen, wie es weitergeht. Und das nervt, wenn du so einen Fehler hast, wo das Spiel immer abbricht, ne? Das ist... Hab auch schon einiges gemacht. Also mehr als das Spiel neu installieren, die Datei reparieren und... Kann ich auch nicht machen, ne? Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das Problem hat. Vielleicht liegt es an meinem Rechner, keine Ahnung. Aber wenn das hier nicht so weitergeht, dann muss ich das Ganze hier abbrechen mit dem Spiel. Gerade wie es mir... ja, leid, wie es mir tut. Also ich möchte eigentlich es durchspielen. Ich möchte auch wissen, was hier noch passiert und was die mir noch erzählen wollen. Und wie die Leute hier quasi überleben. Weil es gab Überlebende, so viel sei gesagt. Ich weiß bloß nicht, wie die überlebt haben. Ich will es eigentlich wissen.
So, in dem vorigen Versuch ist er hier quasi erstickt. Also man sieht so einen roten Rand und dann ist das Spiel ja quasi abgestürzt. Und wir müssen irgendwie hoch. Da kommen wir jetzt nicht hoch. Wir müssen hier einmal durch den Onkel-Doktor-Raum wahrscheinlich. Genau. So, ich bin schon mal weiter als vorher. So, vielleicht kommen wir weiter. Vielleicht diese Scheißpassage raus. Müssen wir noch höher. Müssen da hin. Dann wohin? Durch die Küche? Wo der Onkel Doktor uns keinen Flachmann geben wollte? Durch die... Ja, was ist denn hier passiert? Gottverdammte Scheiße. Wo muss ich denn lang? Und wir weiter? Ach nee, du willst mich verarschen. Ich hasse das Game. Man kann keine Save Points machen. Er hat automatisch gespeichert. So. Und jetzt haben wir quasi den Weg alleine rausgefunden. Und die anderen Leute sind noch im Wasser, im U-Boot und verrecken quasi. Und ich habe jetzt hier diesen Rambo-Weg alleine rausgewählt. Ich wollte eigentlich nur gucken, wo das Loch ist und vielleicht da was machen, war meine Idee. Weißt du? Damit das Wasser nicht weiter ins U-Boot kommt. Wäre ja eigentlich logisch. Ich weiß ja nicht, wie groß das ist. Ich habe ja keine Ahnung davon. Den Charakter in den Spielen ja auch nicht. Und dann wollte ich eigentlich zu den anderen Jungs zustoßen. Ich hätte gleich zu den anderen Jungs gehen sollen. Jetzt weiß ich nämlich nicht, was mit denen geschehen ist. Das finde ich irgendwie unschön. Hätte man jetzt einen Save Point, hätte man uns laden können, sagen können, jetzt nochmal mit den Jungs da. Aber ich müsste jetzt quasi das ganze Spiel nochmal spielen und da sage ich mal nein. Na? Sind wir gleich da? Wir haben es geschafft. Ja, und nun? Jetzt sitze ich hier und schwimme, kommen sie von nah und fern. Was für eine Werbung. Komm auch du, schlag zu. Überlebender. Ende einer Geschichte. Och man. So, die Kursgang um 11.30 Uhr lokaler Zeit, nachdem es an Bord mehrere Explosionen gegeben hatte. Sie kam schließlich auf den Grund des Bartansee. Koordinaten in der Tiefe von 106 Meter liegen. 23 Männer konnten sich die 9. Abteilung des Schiffs retten, wo sie vergeblich auf Rettungskräfte warten. Warte mal, vergeblich? Das gab Überlebende. Den offiziellen Bericht zufolge war die Explosion eines Torpedos für den Untergang verantwortlich. Ja, so wie es aussah, würde ich auch drauf tippen. Der Bericht war streng geheim. Es gab eine Vielzahl von Verschwörungstheorien. Ja, da gibt's immer. 2001 wurde das unvollständige Wrack des Schiffs von Grund gehoben. Die Welt zog offenbar keinerlei Rückschlüsse aus der Kurskatastrophe, wie der Untergang des argentinischen U-Boots am machen wir kurz das Ton aus, das Gedudel. Warum höre ich das immer noch? Ist egal. Ihr hört es, glaube ich, nicht mehr. Ich höre es. Also, abschließend, nettes Spiel. Aber... für 20, 30 Euro zu teuer, finde ich, zu buggy. Und ich darf mir jetzt trotzdem nochmal die Geschehnisse bei Wikipedia durchlesen. Finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem mit dem Spiel ein bisschen unterhalten. Und ihr habt trotzdem Spaß gehabt, mir zuzusehen. Wie ich jetzt diese Folge schneiden werde, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was noch davor geschehen ist, bevor ich da an der Stelle war, dass ich tauchen musste, aber... irgendeins der vielen, vielen Videos, die ich dazu gemacht habe, da muss der Anfang drauf sein. Darum nimmt es mir nicht übel, wenn ich zweimal Moin Moin sage. Ja. Ich, wie gesagt, mag U-Boote. Ich bin auch mal gespannt, wie die aktuelle U-Boot-Serie davon, das U-Boot von Sky, wie die so ist. Und nächstes Jahr hoffentlich
Ich weiß nicht mehr, wie die Entwickler hießen, aber da hieß das Spiel auch Das Boot, eine U-Boot-Simulation, wo wir quasi die Mannschaft managen und Aufträge erfüllen müssen und sorgen dafür, dass die Leute da nicht abticken, verhungern. Da habe ich auch Bock drauf und das werdet ihr auch dann sehen, wenn es bei mir, ja, wenn es rauskommt, werdet ihr es definitiv bei mir sehen. Es geht ja wieder um U-Boote. Das ist eigentlich ein cooles Thema. So, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Heinrich. Ciao.